Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen nach Deutschland. Willkommen zur nächsten Folge Relentless. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder einiges passiert. Ich höre auf zu labern. Viel Spaß. Los geht's. Relentless. The unspoken truth behind success. Also was ihr auf keinen Fall vernachlässigen und vergessen dürft, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen diese Folge zusammengefasst, weil wir tatsächlich eigentlich nur noch Cardio, Essen, Training, Essen, Cardio, Schlafen machen und es nicht allzu viele Dinge gibt, die wir neben raus machen, weil einfach die Zeit fehlt, glaube ich auch. Und langsam wird es auch ein bisschen eintöniger hier. Wir haben zwischenzeitlich so ein paar Aktivitäten geplant. Meine Freundin hat sich überlegt, in den Dschungel zu fahren und Pferde auszuleihen und im Dschungel Pferdereiten zu gehen. War eine ziemlich lustige Geschichte. Der Guide, den wir hatten, das war ein ziemlich cooler Typ, lebt auch schon länger hier, hat uns einiges über den Dschungel erzählen können. Und, was total interessant war, es gibt Bäume, aus denen die Mexikaner hier Kaugummis machen. Wusste ich gar nicht. Ganz interessant. Aber ja, wir machen gerade aktuell wirklich nur noch Bodybuilding, Bodybuilding, Bodybuilding. Und ich muss zugeben, an der Stelle fühle ich mich gar nicht mehr so wohl. Dieses Dorian Yates-Ding, sich im Keller einsperren, nichts anderes zu tun außer Bodybuilding. Oder Nick Walker, der macht es genauso, ist gar nicht meins. Also ich bin lieber mit vielen Menschen draußen, mache viel verschiedene Dinge und lass Bodybuilding nicht allzu viel von meinem, ich sag mal, mentalem oder meinem Kopf einnehmen, weil ich bin dann so in diesem Gefängnis von Bodybuilding ständig und ich glaube, mir tut es auf Dauer einfach nicht gut. Also ich bin jetzt ja nicht so der Naturbursche, ich bin auch ich bin nicht so der Pferdetyp, aber es war mal eine nette Abwechslung. Was ich aber wirklich bemerkenswert fand, und da merke ich richtig, warum Reiter so begeistert von Pferden sind, das sind einfach riesen Kolosse von 4, 5, 6, 7, 800 Kilo, also die können richtig brutal werden, die Dinger, und haben aber ein Herz aus Gold. Also die sind so lieb und voller Herz. Unter diesem Hunderten von Kilos von Muskulatur ist einfach so ein richtig zartes Wesen. Das habe ich so richtig gemerkt. Wir waren jetzt nicht nur 5 Minuten irgendwie so ein bisschen reiten, sondern wir saßen da 2 Stunden auf dem Gaul und irgendwann kriegst du so ein Gefühl dafür, wie sich das Pferd fühlt, wie es geht, wie es agiert und so, ne? Also es war ganz verrückt, hatte ich vorher auch noch nicht, weil ich natürlich auch noch nicht 2 Stunden reiten war. Aber es war schon ein tolles Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag unbedingt reiten wollen würde, aber so an und für sich war das schon eine ziemlich tolle Erfahrung. Oh, ich habe das dickste, stabilste Pferd von allen bekommen. Zum Glück. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Nur noch so grob Chicles, glaube ich, weil Chicles ist die Abkürzung für Kaugummi. Oder Chiki, Chiki war es, glaube ich. So war der Spitzname. Ja, das war schon ein richtig dickes Pferd. Ich glaube, das hatte 600, 700 Kilo oder so. Man unterscheidet bei Pferden so zwischen Kalt- und Warmblut. Es war kein Kaltblut, also es ist kein Ackergaul gewesen. Es war schon ein graziles, schönes Pferd, aber halt schon von einer stabileren Sorte. Und ganz kurz nebenbei, falls euch auffällt, dass ich lispel oder rede wie ein Idiot, mir ist Zahn Nummer 9 ausgefallen mittlerweile. Also ich bin entweder beim Zahnarzt oder im Gym. So, das sind so meine beiden Hotspots, wenn ich nicht gerade in der Küche stehe. Zahn ankleben, dann ins Gym, Zahn rausbrechen, wieder zum Zahnarzt. Und das geht jetzt schon seit, ich weiß nicht wie viele Wochen. Okay, es gibt geile Neuigkeiten. Wir haben uns Fahrräder zugelegt. Beziehungsweise ich hatte mir bei unserem Urlaub, als wir hier waren, vor 4 Monaten schon ein Fahrrad zugelegt. Für 1200 Peso, das sind 60 Euro, Tatsache. So ein richtig altes Klapprad, die Bremsen funktionieren eigentlich nicht, der Lack existiert nicht, wenn es überhaupt Lack ist oder was auch immer. Aber es hat 2 Räder und es rollt und es tut seinen Job. Und jetzt haben wir uns für Shani noch ein zweites Fahrrad ausgeliehen. Das heißt, unser Tagesablauf ist ab sofort so, wir machen morgens eine halbe Stunde, 40 Minuten Cardio. Dann gibt es Frühstück, dann fahren wir 20 Minuten ins Gym oder 30 Minuten, je nachdem in welches Gym. Dann trainieren wir da 1,5 Stunden oder 2 und dann fahren wir 20 bis 30 Minuten zurück. Dann gibt es nochmal Essen und dann mache ich nochmal extra Cardio am Abend. Also wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Aber
neben dem Aspekt, dass man sich in Mexiko ziemlich leicht umbringen kann auf der Straße, macht es doch schon Spaß. Es gab einen Moment, der war ziemlich interessant. Ich bin Fahrrad gefahren und ich hatte so viel Gegenwind und es hat so ein bisschen genieselt. Also das Wetter, was man nicht haben will, wenn man Fahrrad fährt. Und dann überkam mich so ein Hauch von Angepisstheit. Ich so, ey Mann, so eine Scheiße. Und dann macht's Klick. Ich denke mir so, okay, Moment mal. Was war der Grund, warum fährst du überhaupt Fahrrad? Ja, um Kalorien zu verbrennen. Um den NEAT, also so die Kalorien, hochzuhalten. Jetzt habe ich Gegenwind, ich muss stärker treten. Ja, ich verbrenne mehr Kalorien. Das, was ich wollte. Richtig? Ja, richtig. Dann nieselt's, das heißt, ich bin nicht die ganze Zeit im Schwitzen, es ist ein bisschen kühler. Ist auch angenehm, stimmt's? Ja, stimmt, gar nicht schlecht. Und dann kamst du ein zum anderen und dann dachte ich mir so, ey, chill einfach. Ist schon so eigentlich, wie du es haben wolltest. Zwar jetzt nicht angenehm, comfortable und ne, Arsch im Sonnenschein, aber ist genau das, was du haben willst. Und seitdem wir Fahrrad fahren, muss ich auch sagen, ist meine Form ein bisschen besser geworden und ich habe Anschiss gekriegt. Ich habe natürlich meinem Coach gebeichtet, dass ich jetzt mit dem Fahrrad ins Gym fahre und trotzdem abends Cardio mache. Und dann sagt er halt, ja, ich kann halt einfach mein Cardio wechseln und ne, so wie der Coach halt ist und sein muss. Also werden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt mit dem Fahrrad ins Gym fahren, abends weniger Cardio machen. So ist ungefähr mal der Plan. Ach Leute, es gibt ein Problem hier in Mexiko. Neben Korruption, Mord und was nicht alles, ist die mexikanische Post. Ihr könnt vergessen, dass ihr irgendwas hier kriegt. Mein Sponsor Olymp an der Stelle hat vor 3 Monaten versucht, ein Paket zu schicken. Das erste Paket ist kläglich am Zoll gescheitert, nachdem wir diskutiert haben, Geld geschickt haben, den Agenten. Also ein riesen Terz, weil die manche Supplements einfach nicht einführen wollen. Auf der anderen Seite kannst du die hier für 350 Euro ein Menschenleben kaufen. So ein bisschen zweischneidiges Schwert. Dann wurde das zweite Paket geschickt, das ist jetzt auch schon seit ich weiß nicht wie vielen Wochen unterwegs. Und das ging über die USA, USA über die Grenze nach Mexiko, also von San Diego nach Tijuana. Dann musste das ein Agent irgendwie annehmen, mit Papieren ausfüllen, dass man das einführen darf, dann extra Steuern bezahlen. Dann muss das von diesem Border Control weiter zu einer Poststation, von der Poststation zur Station, wo es geliefert wird und von einem Gelieferten muss es dann hier nach Cancun. Von Cancun muss ich es entweder abholen oder es wird nach Playa del Carmen geschickt zu einer anderen Station und da muss ich dann hingehen und Bescheid sagen, dass das Paket von mir ist. Dann muss ich dort ein Blatt Papier abholen, muss zur Bank laufen, so 20, 25 Minuten, das dort bezahlen, zurück zur Post laufen, um mein Paket zu bekommen. Wenn überhaupt, also es ist bis jetzt noch nicht passiert und wir sind schon bald 3 bis 4 Monate hier. Aber ein Paket hat es geschafft. Ein einziges und das ist von Rapware. Das ist übrigens eins der Tanktops, das ich gerade schon wieder durchschwitze. Ihr seht, ich bin hier am Tropfen, weil wir nach 3 Wochen immer noch nicht die Klimaanlage repariert haben. Leute, ich kann euch sagen, die Mexikaner, das ist kein Gerücht, die sind alle, also sagen wir mal, die Arbeiter, die ich bisher kennengelernt habe, so faul, dass wenn man denen das Geld nicht in die Tasche stecken würde, würden die verhungern. Man ruft an, hey, meine AC ist kaputt, kannst du kommen? Ja, ich bin morgen um 12 da. Dann rufst du um 1 Uhr an und sagt er, ja, ich kann nicht kommen. Okay, wann kannst du kommen? Ja, morgen bin ich da. Okay, du verlegst wieder deine Termine, der ist morgen wieder nicht da. So, dann sagt er, ah, morgen auf jeden Fall, dann kommt er, guckt sich das ganze Ding an und dann sagt er, ah, da fehlt ein Chip. Ja, okay. Dann geht der, kommt wieder, bringt den Chip mit, probiert es aus, funktioniert nicht und dann meldet er sich nicht mehr. Und so geht es also bei ganz vielen Dingen. Das fängt im Supermarkt an, geht über die AC und was auch immer. Also je länger wir hier sind, natürlich, desto mehr Schattenseiten lernt man kennen. Wir werden nicht für ewig hier sein, wir gehen ja dann weiter in die USA zu den Wettkämpfen, beziehungsweise zu dem Wettkampf. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwie noch bessert, dass wir endlich mal die Supplements beibekommen. Ich bin nämlich echt langsam darauf angewiesen. Wir haben hier keine Supplements, keine richtigen Aminosäuren. Die sind hier in Mexiko so 15 Jahre zurück. Die fangen jetzt an, BCAAs zu hypen. Die kennen solche Sachen wie so Gesundheitssupplements, Kidney,
Support, Liver Support, das kennen die ja alles gar nicht. Das ist total hinterwäldlerisch. Als ich es erstmal gesagt habe, EAA, wussten die gar nicht, was das überhaupt ist. Ich musste das denen erklären, dass das mehrere Aminosäuren sind und für die war das so der heilige Gral. Und na, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, sich Supplements zu besorgen. Der Preis übrigens auch, hier kostet ein halbes Kilo Protein 35 Euro. Also wenn ihr euch ein Kilo Eiweiß holt, seid ihr mit 70 Euro dabei. Wenn es nicht gefälscht ist, also man muss wirklich gucken, ob da oben das Siegel drauf ist. Wenn nicht, dann habt ihr da wahrscheinlich Kaba drin mit Mehl oder so. Also die lassen sich hier einiges einfallen. Und ich finde es so paradox, eine Flasche Testo kostet 15 Euro, ein Kilo Eiweiß kostet 70. Da kann man sich mal vorstellen, warum die meisten Leute zuerst anfangen, Stoff zu nehmen, bevor sie sich mit richtiger Ernährung auseinandersetzen. Ja, also es ist und wird scheinbar nicht viel einfacher hier in der nächsten Zeit. Kommen wir zur bösen, schlechten, ungünstigen Nachricht. Der Jammerfeld ist wieder am Start. Der Jammerfeld hat sich den Beinbeuger verletzt. Genauso wie das letztes Mal, exakt dieselbe Übung, exakt derselbe Satz, exakt dasselbe Gewicht. Es müsste sogar fast exakt dieselbe Zeit sein vor der Olympia wie letztes Jahr. Und zwar lateraler Teil, Beinbeuger rechts. Dritter Warm-up-Satz, ich gehe runter, batsch, knallt. Denk so, das kann nicht wahr sein. Leg uns ab, Freundin, Shani guckt mich an, ich mach so und sie hat gleich geschnallt, um was es geht. Hat mir ein kaltes Wasser geholt zum Kühlen, wir sind dann nach Hause gegangen. Zwischenzeitlich hat mich der Frust gepackt, dann wollte ich unbedingt noch weiter trainieren. Dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, wenn es abreißt, dann reißt es ab, scheiß drauf. Wenn, dann gehe ich jetzt in die Vollen und wenn es abreißt, dann ist die Geschichte dann vorbei. Und wenn, dann richtig und wenn nicht, dann hält so der richtig krasse Motherfucker. Bis sie mir dann gesagt hat, ey, raff dich mal, das ist es gar nicht wert. Es kann sein, dass da gar nicht so was Schlimmes ist und du in 2 Wochen wieder trainieren kannst. Und genauso war es. Also es ist kein Muskelbündelriss, kein Muskelabriss. Scheinbar ist es vielleicht ein leichter Faserriss, eine Zerrung oder sowas. Es ist geschwollen, es tut weh, ich kann nicht so gut laufen. Aber ich massiere jeden Tag. Erstens mit der Climax Gun. Kurzer Tipp, könnt ihr 10% sparen mit Mike 10. Kaching. Dann habe ich mir Schröpfgläser geholt. Die kosten hier gar nicht so viel. Ich glaube, 10 haben die gekostet. 15 Euro. Dann mache ich ganz leicht die Schröpfgläser drauf, fahre ab und zu mal durch mit einer CBD-Creme, halte es kühl und warm und mache so ein bisschen mit Sauna Wechselbäder, wenn man so will. Also wir haben ja hier keine Kryo oder sowas. Ich versuche, dass da so gut wie möglich Recovery stattfindet, dehne mich jetzt auch viel, viel mehr und dann müssen wir einfach hoffen. Der ist jetzt ganz, ganz frisch, das ist vor ein paar Tagen passiert, 3 Tagen oder 4 Tagen, glaube ich. Ja, und hoffen wir, dass es sich in den nächsten Wochen einfach bessert und dass da nicht wirklich was kaputt ist. Man merkt im Gewebe, dass da irgendwas komisch ist, das nicht, passt nicht ganz, aber das kann alles sein. Wie gesagt, ich glaube, das ist so ein kleiner Faserriss gewesen plus Zerrung, aber ich bin nicht komplett bewegungsunfähig und das ist schon mal eine ziemlich gute Neuigkeit. Seit ich mit der Prep begonnen habe, ist mein Gewicht nicht wirklich viel nach unten gegangen. Also ich habe so mit ungefähr 100 angefangen, dann war ich krank, dann war ich so bei 105, dann ging es wieder hoch zu 98 und jetzt geht es langsam so runter zu 96. Also ich habe jetzt noch so 6 Kilo ungefähr, bis ich Stage Weight habe. Das ist ganz gut, weil ich wachse ja im Laufe meiner Diät. Ich war ja zuvor lange off und 8 Monate bei TRT und dem ganzen Kindergartenzeug. Jetzt ist aber so, dass Neil auch gesagt hat, okay, gucken wir mal, was wir machen können und wir fangen jetzt mit den Low-Tagen an. Also ihr habt ja gewusst, also die Folgen zuvor, wenn ihr die gesehen habt, hatte ich einen Baseline-Plan mit knapp 2500 Kalorien. Der Low-Plan ist jetzt noch etwas tiefer, natürlich. Ich hab ihn nicht ausgerechnet, es dürfte vielleicht so 2000, 2100, 2200 sein oder so. Also nicht wahnsinnig viel, trotz zweimal, / dreimal Cardio und Training. Also ich merke schon, ab und zu hängt es mir in den Knochen, aber ihr wisst ja auch, dass ich etwas eingeschränkt bin auf einer gewissen anderen Ebene. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Kopf in die Scheiße und ich werde mich schlechter fühlen als andere und ich muss mehr machen und ich muss mehr Cardio machen und ich muss weniger essen. Ich muss mehr auf meine Gesundheit achten und, aber
Das war die letzten Jahre auch nicht so. Deswegen, Jammerfeld hört auf. Gibt's nicht. Ich mag zwar mich ab und zu beschweren, dass ich es schwer habe. Und es, kein Athlet hat es leicht auf dieser Bühne. Ich meine, das ist die Olympia. Das ist scheiß Super Bowl. Da hat es keiner einfach. Aber wenn ich am Jammern bin, dann hat das wahrscheinlich den Grund, dass ich einfach voll tief mit dem Kopf in die Scheiße muss, um weiterhin mit dabei bleiben zu können. Und das ist ja mein Ziel. Ich will Bestleistung bringen. Ich will richtig geil sein da oben. Und dafür muss ich halt jetzt schon tief in die Scheiße laufen, wo andere das die letzten 4 Wochen machen können oder was auch immer sie machen. Wie gesagt, am Ende des Tages muss ich mein Zeug machen, die müssen ihr Zeug machen, aber bei mir fängt das Schlimme ein bisschen früher an, glaube ich. Ohne, dass jetzt wieder 1000 Jammerfeld-Kommentare kommen von mir aus. Schreibt so viel Jammerfeld und Salatfeld. Übrigens, Salat gibt es mittlerweile auch, ja. Ihr könnt so viel kommentieren, wie ihr wollt. Ich will nicht jammern, es ist einfach offen, transparent, ehrlich und real. Ja, ich bin jetzt schon bei 3x Cardio. Ja, ich fresse nur noch 2200 Kalorien. Ja, ich stecke schon richtig tief in der Diät. Und ja, ich werde am Ende nicht die toxischen, richtig krassen Steroide auspacken können, um das Finish zu machen. Das bleibt bei mir leider aus. Aktuell, wenn ich mir so das ganze Szenario, Wettkampfvorbereitung, Diät durch den Kopf gehen lasse, gibt es hin und wieder so ein paar Dinge, die man vermisst. Erstens ist es die Einfachheit, glaube ich. Also stellt euch mal vor, ihr habt keine Aufgaben, keine Pflichten, ihr müsst gar nichts. Ihr steht morgens um 7 Uhr auf oder um 8 Uhr, dann lauft ihr gemütlich 20 Minuten Richtung Stadt, sucht euch ein schickes Kaffee aus, holt euch einen geilen, dicken Latte Macchiato, was richtig gut ist zum Frühstück, so ein gutes Omelette, richtig schön gebraten, und dann geht ihr in den Strand und dann geht ihr irgendwann ins Gym, wenn ihr Bock habt. Diese Einfachheit, die fehlt mir, weil in meinem Kopf, wir haben jetzt ein paar Wochen noch zum Wettkampf, in meinem Kopf muss alles perfekt sein. Ich muss um die und die Zeit aufstehen, ich muss das machen, Cardio muss perfekt sein, die Fettburner müssen exakt 35 Minuten davor genommen sein. Das macht einfach alles so hart und so steif und so ungemütlich. Auf der anderen Seite muss es natürlich gut geplant sein. Ich will nichts dem Zufall überlassen, dafür bin ich zu ehrgeizig. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, mal gucken, wie es morgen läuft, ob ich Cardio mache oder nicht. Sorry, da kann ich, keine Ahnung, Hobby-Bodybuilder sein, aber da geht es halt nicht um Olympia, sondern ne, die eine Seite ist, versucht hochprofessionell zu sein, sich im Käfig aufzuhalten, nur noch also wirklich das zu tun, zu 1000%, was gemacht werden muss und mehr. Und die andere Seite, der Mensch hinter dem Bodybuilder, der Mike, also es gibt, sagen wir mal, den Badass-Bodybuilder und den Mike als Menschen. Und Mike als Mensch wünscht sich, mit seiner Freundin morgens gemütlichen Kaffee trinken zu gehen, abends vielleicht ins Kino, eine kleine Tüte Popcorn. Aber Jay Cutler hat immer gesagt, 3/4 of my life is playtime. But when it comes down to business, it's time for business. Und jetzt ist Business. Jetzt muss ich mit dem Kopf in die Scheiße, jetzt geht's drum, jetzt muss der Berg erklommen werden. Erklommen? Was auch immer, muss der Berg bestiegen werden, um später die Aussicht genießen zu können. Und ne, wenn ich jetzt halt keinen Bock habe, den Berg hochzulaufen, dann muss ich aber auch gefälligst wieder runter. Ne? Also es ist einfach so, dass man jetzt Gas geben muss und die schöne Zeit, eine wirklich wunderschöne Zeit, erwartet mich nach der Olympia, weil da ist Weihnachten. Und wenn die Sterne gut stehen, ich bete, werde ich vielleicht Weihnachten mit Papa, meiner Freundin und vielleicht noch ein paar anderen Menschen zusammen feiern, in Las Vegas. Das ist doch schön. Das hört sich doch mal geil an. Neben der Olympia, den ganzen Emotionen und was ich mit Emotionen meine, das, weil die Olympia an sich ist uninteressant. Das habe ich hier gesagt. Und wenn ihr wissen wollt, warum, schaut euch Relentless die Folge zuvor an. Da habe ich ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, warum mir die Olympia an sich egal ist, was es aber besonders macht. Was für mich der Punkt ist, warum ich da, und wenn ich dabei drauf gehe, warum ich da hin will. Das könnt ihr euch da angucken, aber das will ich jetzt nicht nochmal erzählen. Habe ich Bock auf die Olympia? Das ist die Frage, die sich meine Freundin zu jeder Folge ausdenkt. Und nochmal,
Ich kann nur zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie meine jetzige Emotion ist. Und jetzt ist es massiv so, dass ich richtig, richtig, richtig Bock habe. Aber, Leute, nochmal, es geht nicht darum, auf dieser Bühne, auf diesem Stück Metall zu stehen und da eine Pose zu machen, die ich auch in meinem Fitnessstudio machen kann. Es geht nicht um die Bühne, um dieses Metall, auf dem man draufsteht und da seine Posen macht, die ich auch im Fitnessstudio machen kann. Sondern es geht um ganz viele andere Dinge, auf die ich richtig mega Bock habe. Um die Menschen, um das Ganze. Ja, es wird auch Streit geben, Stress geben, Druck geben. Aber am Ende des Tages sitzt man zusammen am Tisch und denkt sich, war es das wert? Scheiße, ja, Mann, wir sind in scheiß Las Vegas bei der scheiß Olympia. Und wisst ihr was? Wir haben hier einen großen gedeckten Tisch. Alle Leute sind glücklich, jedem fällt ein Stein vom Herzen. Man hat es geschafft, was auch immer man geschafft hat. Ob das jetzt Platz 1 ist, ob es der letzte ist, ob es Platz 15 ist, scheißegal. Man hat den ganzen Weg bestritten und der ganze Weg war krass. Und jetzt sitzt man zusammen und kann das Ganze genießen. Man sitzt am Gipfel des Mount Everest und schaut sich die ganze Welt an. Darauf freue ich mich, Mann. Yes. So, Leute, das war's jetzt mit Relentless. Heute eine etwas längere Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte lasst unten Kommentare da, was ihr sehen wollt. Ganz, ganz wichtig. Dann werden wir das in den kommenden Folgen natürlich für euch filmen. Raffzahn-Mike Sparrow verabschiedet sich. Ganz vielen lieben Dank. Und wenn ihr mich noch supporten wollt, hier unten in der Beschreibung findet ihr einen 25%-Code für Olymp. Da könnt ihr euch alle Supplements gönnen, die es da gibt. Kleiner Tipp, die Riegel sind verdammt lecker. Außerdem Massagegun von Climax, Rapwear-Klamotten findet ihr alle Links unten in der Beschreibung. Genug Werbung, ich hasse es auch, keine Sorge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Mike.